Liebe Zuschauer, herzlich willkommen beim Abendprogramm im Ersten. Bevor wir mit dem ersten Teil unserer Dokumentation Krieg der Bomber beginnen, ein kurzer Überblick über die weitere Programmfolge von heute Abend. Um 21.15 Uhr bringen wir eine Show mit Karel Gott und seinem Ensemble. Wie gewohnt, die Tagesthemen um 22.30 Uhr und um 23 Uhr folgt ein Tatort mit Götz George, der Titel Das Mädchen auf der Treppe. Letzte Meldung in der Tagesschau, dann um 0.35 Uhr und Sendeschluss wird gegen 0.45 Uhr sein. Meine Damen und Herren, heute Abend beginnt der Südwestfunk mit einer fünfteiligen zeitgeschichtlichen Reihe über die Bombardierung deutscher Städte im Zweiten Weltkrieg. Zum ersten Mal zeigt das deutsche Fernsehen eine umfassende Dokumentation aus jenen Jahren, als englische und amerikanische Bomber deutsche Städte in Trümmerlandschaften verwandelten. In der Dokumentation Krieg der Bomber sehen Sie teilweise noch nicht veröffentlichtes Filmmaterial aus deutschen, englischen und amerikanischen Archiven. Viele Augenzeugen berichten über ihre Erlebnisse, ihre Motive und Gedanken in der Zeit vor mehr als 40 Jahren. Unter ihnen auch der britische Luftmarschall Arthur Harris, der damals die Angriffe gegen die deutschen Städte plante und organisierte. Sehen Sie nun in der ersten Folge, wie alles anfing. Freitag, 10. Mai.